Das Gold des Geizhalses. Es war einmal ein Geizhals, der sich ständig davor fürchtete, bestohlen zu werden. Er vertraute weder den Geldschränken noch den Banken. Schließlich kam er auf die Idee, die uralte Methode zu wählen. Er ging zum Goldschmied und kaufte von seinem ganzen Geld einen großen Goldbarren. Er brachte den Goldbarren nach Hause und begrub ihn an einer sorgfältig ausgewählten Stelle im Garten. Von Zeit zu Zeit überprüfte er, ob alles damit in Ordnung war. Er hatte langsam das Gefühl, dass der Goldbarren zum Teil seines Wesens wurde. Eines Tages stellte er entsetzt fest, dass die Grube im Garten ausgegraben worden war und der Goldbarren verschwunden war. Ihr könnt euch vorstellen, wie groß seine Verzweiflung war. Er weinte bitterlich den ganzen Tag. Ein Nachbar sagte zu ihm: »Warum weinst du denn? Vor dem Diebstahl hattest du ja auch kein Gold. Wofür hast du es benutzt? Für nichts. Nimm einen Stein, begrabe ihn und stell dir vor, der sei dein Goldbarren. Du wirst schon sehen, alles wird so sein wie vorher. Du wirst den Unterschied gar nicht bemerken.« Der Nachbar hatte völlig recht. Was ergibt denn den Sinn der unbenutzten Dinge?